Hallo zusammen, das große Rocket-Finale 2020 geht für mich in die dritte von fünf Serien. Wenn ihr wissen wollt, wie ich im Rennen liege, dann schaut euch die ersten beiden Videos an. Wir nehmen jedenfalls die nächsten 24 Spiele mit. Und ja, es geht um einiges. Ich hatte es schon erwähnt, das ein oder andere Mal. Ein großer Jackpot von über 100.000 Euro und der Sieger dieses Turniers darf sich alleine auf über 13.000 Euro freuen. Also ein gewisses Kribbeln liegt in der Luft, eine gewisse Anspannung. Ja, und die letzte Serie hat mich ja ein wenig zurückgeworfen, durchaus selbst verschuldet. Und jetzt heißt es also wieder ein bisschen sich zurückschwimmen in dieses Turnier, den Anschluss nicht komplett verlieren. Es ist ja noch nicht alles verloren. Und damit das so bleibt, also schauen, dass wir jetzt wieder eine ordentliche und gerade Karte auf den Tisch legen. So, Spieler 2 legt los mit einem Grang. Natürlich habe ich hier erstmal die 21 rausgenommen. Klar, kann der auch mal aus dem Kreuz zu dritt sein, aber das ist ja gar nicht immer der Fall und das ist hier ungewöhnlich. Er wirft auf die Herzdame diese Kreuzdame ab und damit stehen wir jetzt schon auf 38. Ein fetter Stich noch und wir sind im Ziel. Es ist insofern ungewöhnlich, als er natürlich die Kreuzdame auch auf sieben Augen hätte loswerden können. Und was ist jetzt los? Einmal warten? Nee, er wartet nicht. Warum wartet er nicht? Er kann nicht warten. Und guckt euch das mal an. Den hätte sich Spieler 2 hier fast selber vermurmelt, weil er da die Kreuzdame abschmeißt. Wenn jetzt noch Pik zu dritt steht, dann hat er hier einen Gang mit vielen verloren. Völlig unnötigerweise gegen eine ganz gleichmäßige Kreuzverteilung. Also da muss er natürlich stechen, die Herzdame, und dann Kreuz rausspielen wieder. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist das, was jetzt passiert ist. Aber es kann eben auch viel besser laufen, dass da nur sieben Augen fallen und dann spielt er sogar noch um Schneider, dann kann er von oben sogar Pik ziehen. Also Spieler 2 hier, 220 Punkte, aber ist gleich bei mir schon wieder so aufgefallen, vorgemerkt, ne, denn logischerweise hier am Maskentisch, wo du nicht siehst, wen du so mit wem du hier die Klingen kreuzt, das ist natürlich besonders wichtig rauszufinden, wie ticken die Spieler und auf welchem Level sind die unterwegs und das möglichst schnell und da habe ich gerade schon einen entsprechenden Anhaltspunkt bekommen. Spieler 3 ist diesmal dran, bei mir nichts zu sehen, allerdings nur ein Trumpf, zwei volle. Ah, Spieler 2 lässt mich dran, lässt mir die Verantwortung. Okay, weder in Pik noch in Kreuz möchte ich groß was eröffnen. In Karo kann ich am wenigsten kaputt machen. Ja, gut, aber jetzt irgendwann muss ich mich schon entscheiden. Karo war zwar gereizt, aber letztlich hoffen wir dann mal, dass der Spieler noch irgendwie in dem Kreuz-Zehner zu dritt hockt und nicht etwa eine Stärke noch in Pik hat, denn wenn er Karo Ass hat und das Pik Ass zu dritt und danach, na, wissen wir noch nicht, danach könnte es aussehen, dann werden wir wohl ohnehin nicht gewinnen, dann ist seine Beikarte zu stark, auch wenn vier Trümpfe dagegen stehen. Kreuz Bube, ja, kommt ein bisschen früh, ne? Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob das Kreuz Ass da nun rein soll oder nicht. Jetzt kommt Pik. Also Spieler 2, bei aller Liebe, wir sind im zweiten Spiel und das finde ich jetzt nicht so überzeugend, was du hier machst. Jetzt aus Pik 7 Dame hätte der Spieler sogar noch schnippeln können, dann hätte er diesen 14-Augen-Stich noch gespart. Gut, schneiderfrei waren wir schon, aber letztlich wollten wir doch in dem Spiel eigentlich ein bisschen mehr. Also nach Pik 10 Wimmlung darf da gerne mal der Umzug auf Kreuz kommen und dann kommt der Alleinspieler mit Pik Ass Doppellusche gegebenenfalls ein bisschen zu kurz, wäre es interessanter geworden. Dritte Partie, ja, meine Vorhand ist noch nicht so, dass ich mich hier schon gegen ein Gebot in das Spiel stürzen würde, obwohl wir natürlich der Sache näher kommen. Das sind immerhin schon mal wieder vier volle und Herr Kreuz Bube. Ja, aber ein Seitenass, das ist mir bei so einem Vier-Trumpf-Ansatz dann doch zu dürftig. So, Kreuz Ass ist gelaufen, Kreuz 10 nicht mehr, alles klar. Und jetzt darf ich hier wieder anwackeln. Frage, ob ich mal kurz den Kreuz Buben zwischenziehe, aber dann denke ich mir, nee, wenn ich ihn richtig treffe, tue ich aber nicht unbedingt, dann kann ich vielleicht von hier sogar mit der 10 weiter Druck machen.
Ja, wenn also etwa das Karo-Ass rausgegangen wäre, ne, dann hatte ich überlegt, dass ich durchaus mit dem Kreuzbuben nochmal ran will, um die Farbe nachzubringen. So, jetzt ist das auch nicht möglich. Ja, ich war hier am Überlegen. Natürlich wird der Alleinspieler wohl noch auf Karo-Ass Lusche stehen, das ist zu vermuten. Ich kann dann auch Pik spielen, dann ist allerdings das Pik Ass weg. Ich war hier wirklich am Überlegen. Ich denke, ich mache den Zwischenzug mit Karo Dame. Mein Partner soll natürlich nicht stechen, da würde er ins Leere stechen. Das ist eine Standardsituation und damit zwingen wir den Spieler quasi rauszunehmen oder sonst noch einen fetten 23er Abstich zu riskieren. Ja, aber jetzt sind wir im dritten Spiel und jetzt weiß ich endgültig, was mit Spieler 2 los ist. Ne? Der sticht da auch rein, obwohl es ja erkennbar nicht zu holen gab, obwohl ich auch lange überhaupt überlegt habe. Also der Schneider, sagen wir mal, geht dann vielleicht auf mich, hätte ich meinen Mitspieler nicht noch ein weiteres Mal testen brauchen. Das war an sich schon zu erkennen, dass da noch ein bisschen unerfahrener Spieler sitzt oder einer, der, naja, manchmal kennt man das ja, ne? 20, 30 Jahre Erfahrung, aber trotzdem viele fragwürdige Züge auf Lager. Gut, also, das haben wir geklärt in Spiel 3 und im vierten Spiel schaue ich weiterhin auf einen Kraut- und Rübensalat. Aber es könnte interessanter werden als in den letzten Spielen, denn 0 wird annonciert. Pik Eröffnung, gut, da komme ich nicht rüber. Der dürfte wahrscheinlich blank gewesen sein, wo jetzt der Farbwechsel erfolgt. Die Frage ist, kann ich ihn überhaupt irgendwo schlagen? Aber auf jeden Fall können wir einmal Pik testen. So, er hat schon sehr lang Pik, fünfmal. Karo war er auch noch gut dabei. Ja, wie machen wir jetzt weiter? Ich kann ihn vielleicht auf Karo 7, 9 Dame schlagen. Dann müsste ich das Spiel jetzt einmal zu meinem Partner bringen. Der übernimmt, bringt jetzt noch mal klein sein kurzes Karo. Ja. Und jetzt auf Karo Dame. Nee, hat mein Partner Karo Dame. Und Kreuz Dame wird abgeschmissen. Ich fasse es irgendwie nicht so richtig. Und Kreuz Dame war blank. Mein Partner war mehrfach dran, aber er hat dann auch scheinbar nicht so das Gefühl. Wieso greift er denn jetzt in diesen Karo Drilling noch ein weiteres Mal rein? Unglücklich. Gut. Ich habe auch nicht Kreuz getroffen, aber letztlich, ja, ich sag mal so, mein Partner war ein paar Mal öfter am Spiel. Ne? Also sehr glücklich hier für Spieler 3 diesen 0 gewonnen mit blanker Kreuz Dame. Gut, sieht dann erstmal ein bisschen glücklich aus, ist natürlich letztlich irgendwo eine 50-50-Entscheidung. Kommt erst die Farbe, wo er abschmeißen kann, oder kommt die Farbe, wo wir ihn direkt erwischen? Letztlich erneut eine vertane Chance für uns. Ich biete hier 18. Für mehr ist es mir aber noch zu früh im Turnier. Das Turnier geht schließlich nicht nur noch diese 24 Spiele, sondern noch zwei weitere Serien. Und man kann sich eben auch mit so teuren Spielen, die du dann im Zweifel verlierst, hier in Mittelhand Kreuz ohne 4 oder Herz ohne 4, natürlich sehr schnell komplett selber aus dem Spiel nehmen. Dafür, sage ich mal, habe ich dann doch ein bisschen zu lange hier mitgekämpft oder will ich ein bisschen länger noch mit im Rennen bleiben und deswegen hier etwas weniger riskante Spiele nur testen oder diese zumindest nur anreizen. So, Kreuz Ass habe ich mir hier behalten zum Überstich, so kommt es auch, so weit, so gut. Jetzt hoffentlich die Stechfarbe finden und logischerweise brauchen wir, um gewinnen zu können, eine Schwäche in Pik in der Beikarte. So, mein Partner geht wieder nicht mit der 10 rauf. Und wie stark ist er jetzt in Pik? Nee, er hat das Ass nicht. Ohne das Ass können wir natürlich das Spiel nicht gewinnen. Wir hätten schon Pik, Ass und 10 gebraucht. Nun aber würde ich sagen, das ist doch immerhin mal was. 4 Trumpf in Herz mit einer etwas stärkeren Beikarte. Komm auch für ohne Reizung ran. Und da liegt der Kreuzbube. Ja, gut. Dann würde ich sagen, 14 Augen runter. Wird auch Zeit, dass ich immer einsteige, Grang taufen. Wenn die Buben kommen, dann ist es natürlich ein ganz einfaches Spiel. Dann ist es mit diesen drei Abgabestichen schon gar nicht mehr zu verlieren, denn ein
Ja, selbst wenn ich keinen vollen gedrückt hätte, könnten sie nur 5 volle machen, aber ich habe ja sogar noch einen vollen gedrückt. Also geht es jetzt natürlich nur noch um Schneider. So, was mit Spieler 3? Er macht gerade eine kleine Kaffeepause. Kann ich auch. Der Schneider ist möglich, aber natürlich nicht so wahrscheinlich mit 3 Abgabestichen. Gut, eine 10 gedrückt. Schauen wir einfach mal, was passiert. 7 Augen auf Herz. Auf 18 Augen. So, jetzt hier Herz Lusche auf 11 Augen loswerden. Das ist noch möglich. Oder sogar auf 10 Augen. Wunderbar ist dieser Gang wenigstens Schneider geworden. Also ein wenig gewartet, bis ich hier meine erste Hausnummer habe. Aber das ist dann wenigstens ein Spiel, was sich sehen lässt. Ja, Anschlusstreffer bleibt erstmal aus. Nach einem guten Spiel also ganz geschmeidig aus der Karte raus. Natürlich schon ein bisschen, ein Stück weit ist das auch dann, na, ich will nicht sagen deprimierend, aber es ist natürlich klar, dass wir hier in diesem Spiel, wo mein Partner auch nichts gereizt hat und ich wirklich gar nichts habe, dass es hier wirklich höchstens um Schneider frei geht. Und um den Sieg mitzuspielen, ist einfach klar ein Ziel, was du dir immer stecken kannst, vielleicht sogar solltest, aber es ist letztlich nicht realistisch. Und das wird sich dann eben auch im Spielverlauf zeigen. Jawohl, Karo hat er auch noch lang. Und ein Kreuz ist schon alles geklärt, alles gesagt, das ist unser letzter Stich. Das war eben einfach wieder ein überzeugender Gang Schneider, also Spieler 2. Sein Gegenspiel eher im Bereich lausig, wenn ich mal so deutlich werden darf. Sein Alleinspiel gekonnt. Zumindest große Spiele bisher dabei. Ja, ich würde mal denken, in dem Fall mal die 10 rein, hoffen. Vertrauen in den Partner. Vertrauen konnte er diesmal nicht bestätigen. Da ist die 10 weg. Ja, haben wir denn hier wieder einen Gang mit rein? Der sieht ja auch wieder etwas stärker aus. So, da muss ich meinen Partner mal in Szene setzen. Herz Lusche hinterher. Na gut, klären wir die Karte 25 und danach ist alles geklärt und alles gesagt. Gibt mal wieder nichts mehr, auch dieser Gang wird Schneider. Also, es sind fette Pakete unterwegs, kann man nicht anders sagen. Bei mir kommt davon bisher relativ wenig an. Ich weiß gar nicht, was mit meinem Kumpel ist. Vorhin habe ich ihn ja in die Wüste geschickt. In der letzten Serie, mein Kumpel Durststrecke. Aber ja, kann sein, dass er schon wieder aufgetaucht ist. Ne? Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier sehr viel Geduld wieder brauchen und auch die Fähigkeit, den anderen einfach zuzujubeln bei ihren schönen Spielen. 4 Trumpf jetzt zwar dagegen, aber der klassische Rollmops ohne irgendwelche Vollen mit so einem gemischten Bildersalat wieder ganz, ganz schwer da was zu machen. So, wenn jetzt nochmal Herz kommt, kann ich irgendwo abtragen, kommt aber nicht, auch wieder eingespielt. Ja, Beikarte stark genug. Geht also mal wieder gar nichts, würde ich sagen. Ach, Pik 10 auch noch herrlich, ne? Ist das Leben nicht schön, wenn du beim Skat gute Spiele hast? Das kann ich euch sagen. Zwei Stiche mache ich aber noch. Den und diesen hier. Und jetzt wieder Königstrippel, flankiert von der Kreuzdame. Herrlich. Ja, aber ich glaube, außer diesem Null war ja bisher auch noch nichts möglich, ne?
1, der Grang hätte ein bisschen anders sitzen müssen. Okay, war nicht der Fall. Hier und da war noch mal ein Schneider frei möglich, aber ansonsten wirklich, dass wir schon mal hätten einen umbiegen können, ne, habe ich nicht gesehen. Außerdem 0. Oh, Mittellandspiel Grang und mein Partner öffnet mit einem Karo Buben. Okay, er hat die drei Unterjungs, keine 18 damit, also Grang ohne 4. Sehr wahrscheinlich, ist ja nicht so üblich, dass Buben gedrückt sind. Man darf es zwar, aber es ist nicht so häufig das Szenario. Und deswegen würde ich sagen, Grang ohne 4. Mein Partner hat noch zwei Bauern. Aber wenn er mit den drei unteren Jungs keine 18 hält, dann ist er vermutlich auch keine Farbe frei. Meine Hand sieht auch nicht danach aus. Also hier läuft alles, wie der Alleinspieler es braucht und möchte. Er kriegt hier den Doppelläufer in Kreuz. In Pik kriegt er sogar den König noch dazu. Ist schon längst zu Hause mit Sicherheit. Jetzt kommen noch die Zwischenzüge, der siebte Kreuz. Gut, da kann ich mal ein Bild reinlegen. Darf mein Partner mal langsam stechen. Ja, wir haben Rest, aber der Grang ohne 4 geht mit 81 Augen nach Hause. Also Spieler 3, der liegt hier sehr gut im Turnier. Der kriegt richtig nettes Material. Spieler 2 hat vielleicht gedacht, ich gehe mal kurz in die Lobby. Na, der übliche Trick, der alte Trick, in der Hoffnung, die Karte zu drehen, na, den Lauf zu ändern. Ich glaube an solche Geschichten nicht, aber ich sehe das schon häufig, wenn der eine oder andere nichts bekommt, dann ist er mal kurz offline, dann ist er wieder da. Na, man kann auch mal am echten Tisch, siehst du es auch, da wird er mal mit der anderen Hand abgehoben, da wird mal um den Stuhl gelaufen. Gibt es ja die verschiedenen Methoden. So, wir schauen erneut ohne Gegenreizung auf einen Grang. Ich will hier vielleicht noch ein bisschen die Vollen schonen. Ich war mir nicht ganz sicher, wie rum spiele ich es jetzt. Letztlich bin ich ja doch bei Pik geblieben. Einen Zwischenzug wollte ich noch machen, denn es scheint mir schon klar, dass da noch der Herz Drilling sitzt. Also darf er gerne einmal abtragen und danach kriege ich die 10 immer noch nach Hause. Ja, mehr ist dazu dann auch nicht zu sagen. Hui, ist ja auch ein Rhythmus, ne? Jedes sechste Spiel, Spiel 6, jetzt Spiel 12. Ich meine, das werde ich mir wohl nicht aus der Hand nehmen lassen. Dazu ist logischerweise inzwischen natürlich auch die Laune schon so ein bisschen auf dem, ja, Ernüchterungsweg, ne? Wenn so gar nichts kommt und du den anderen nur zuschaust, sich das natürlich auch nicht in Punkten manifestiert, dann muss jetzt so ein Blatt hier natürlich gereizt werden. Und so richtig gut ist es dann natürlich auch noch nicht. Ich meine, du musst es nehmen, aber was ist, wenn jetzt zweimal Rot hochkommt? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ah, warum denn so pessimistisch? Jedes sechste Spiel und dafür ein richtiges Pfund. Das war eine Traumfinde, Herzbube zum Grang mit rein. Schneideroption vorhanden. Erstmal testen, ob der Pik König zu dritt steht. Ist nicht der Fall. Jo. Ich ziehe trotzdem die Pik 10 einmal raus, die Einspielkarte, damit die Gegner antanzen müssen und ich nicht selber antreten muss. Also nach einem möglichen Herzstich, so damit sie mich jetzt nicht mehr einspielen können. So, Kreuz 10 war geschmiert, aber scheinbar sitzen die Farben irgendwie lang, ne? Ich kann es jetzt nochmal mit Kreuz und dadurch versuchen, aber habe schon das Gefühl, dass das nichts mit dem Schneider wird. Okay, sei es drum. Ein Grang mit rein ist allemal ein Grund zur Freude. Also auch ich habe mein zweites Spiel. Versuche mich wieder so ein bisschen ranzukämpfen, aber es ist auch nichts zum Kämpfen da. Manchmal, so wie in dieser Serie bisher, kann man ja nur so sagen, da gibt es auch Material, da kannst du nicht mal mit kämpfen. Ne? Da kannst du einfach nur den Schnabel halten und ganz gelegentlich zum Beispiel alles sechste Spiel. Kannst du dich mal melden? So, Kreuzbube sehe ich ja noch bei meinem Partner. Ich lasse ihn trotzdem einmal ran. Er hat vielleicht auch eine gute Idee. Mit dem Pikbuben komme ich jetzt immer noch ins Spiel. So, Kreuz hinterher. Da ist eigentlich nicht viel zu holen. Testen wir mal was Neues. Stechfarbe gefunden. Soweit, so gut. Wenn jetzt noch
ja, wenn es jetzt mal nur ein Fünftrümpfer gewesen wäre, ne? Dass mein Partner jetzt beide Trümpfe noch hat, einen Trumpfabzug hat, dann vielleicht, ja, dann wäre vielleicht was gegangen, ist aber nicht der Fall. Also kann ich auch die Karo 10 lässig fallen lassen. Ja, und da seht ihr mal wieder, was eine Beikarte ist. Ass, 10 König, Herz und das Kreuz Ass. Also 89 Augen. Ganz, ganz leicht dieses Spiel. Versuchsballon 18, ne? Mit 6 Trümpfen in Kreuz. Obwohl wir wieder die übliche König-Dame-Mischung haben. Aber wie gesagt, es war nur Versuchsballon 18. Ich bin auch nicht rangekommen. Bin dann gleich ausgestiegen. Und ein Grand Hand geht los bei Spieler 3. Ja, was ist denn mit Spieler 3 los? Wen hat der denn bestochen oder welches Schweinchen hat der denn gestreichelt? Darf ich das mal so fragen? Kann mir das einer von euch beantworten? Und was ist das hier wieder für ein Keulenspiel? Er zieht von oben, er zieht von oben. Und kriegen wir denn überhaupt einen Stich hier? Jetzt. Da ist unser Stich. Ein 96er, 901 Punkte bei Spiel 14. Das ist eine stolze, ordentlicher Start. So, passe, passe in Spiel 15. Was ist los? So schnell bin ich schon wieder dran und dann mit so einem Gemischtwarenladen. Ist noch nicht doll, ne? Karo 7 zum Null-Ouvert. Ja gut, oder vielleicht mal wieder zwei Bauern. Ich werde jedenfalls überprüfen. Oder mal zwei Asse. Jetzt könnt ihr mal sehen, zwei Asse gefunden und das Spiel ist, ja, man kann schon jetzt sagen, es hat an Stabilität gewonnen, das ist klar. Aber es ist noch nicht mal ein Selbstgänger hier, ne? Fünf Trümpfe nur ohne Dreien. So, hier kommt Kreuz raus. Und wenn du jetzt da reinstichst, was natürlich sehr üblich ist, weil an sich ja auch nichts abzuwerfen ist, dann kannst du aber recht schnell auch zu kurz kommen, gerade gegen vier Trumpf. Stechen, dann kriegst du hinten nichts, wieder Trumpf raus, dann kommt wieder Kleinkreuz, ja, dann bist du fast verpflichtet, nochmal zu stechen. Und dann ist schon diese Trumpfkürze da. Also nach meiner Erfahrung durchaus pfiffig, hier einmal abzuwerfen, statt ins Leere zu stechen. Diesen Abgabestich in der Beikarte musst du sowieso irgendwie kalkulieren. Dann im Rückschub stechen, Trumpf wieder raus. Häufig hast du genau durch diesen Abwurf von Karo Lusche jetzt auch den Einschub in diese Karo Farbe. Und jetzt habe ich es gar nicht mehr nötig, Trumpf zu spielen. Gegen mögliche zwei Trümpfe in einer Hand wickele ich das Spiel jetzt hier wieder über meine Beikarte ab und kann dann auch gegen vier Trümpfe bestehen. Gucken wir mal, hat Spieler 3 noch den letzten Trumpf? Letzte ist es ja egal, ich gewinne so oder so. Ja, sieht so aus. Sieht so aus. Also vier Trumpf waren schon dagegen. 65. Gut, dass da die beiden Asse drin waren. Ja, und das ist mal wieder nischt. Ernüchternd. Jetzt bin ich ja langsam mal gespannt, ob Spieler 3 irgendwann uns nochmal so eine kleine Chance gibt, wie bei diesem 0 am Anfang, oder ob der jetzt wirklich diese Brettspiele so knallhart durchzieht. Ich meine, wenn du sie kriegst, dann ziehst du sie durch, ne? Warum solltest du ein schlechteres Spiel machen, als du hast? Warum solltest du den Gegnern freiwillig eine Chance geben? Ja, da kann ich zwar die Herz 10 schnappen, dafür ist allerdings auch mein Pik-Buben-Stich weg. Gucken, ob mein Partner noch einen Stich in der Hand hat. Natürlich wollte ich jetzt idealerweise eine blanke Karo Lusche treffen. Also jedenfalls meine Erwartung ist, Karo oder Kreuz muss er noch irgendwo einen haben. Na, ja, aber guck mal an, sechs Trümpfe. Ja, wie stark ist er denn? Jetzt bin ich doch ein bisschen durcheinander hier. Ja, an sich muss mein Partner wirft eben, was war denn das da eben? Er hat noch einen leeren Trumpfzug gemacht, ne? Warum hat er das gemacht? Mein Partner wirft Kreuz ab, also eigentlich kann er nur zwei Kreuzen haben. Dann können wir normalerweise gar nicht gewinnen, ne? Wenn er die 10 im Keller hat, muss ich an sich mitnehmen und danach die Dame nachspielen. Aber eigentlich muss mein Partner ja noch ein Kreuz mit haben, ne? Nee, hat er nicht. Eieiei. Ja, ich glaube, dann habe ich ihn gerade verstrupfert. Hier hätte ich rausnehmen müssen und auf die Dame muss mein Partner dann auch noch schmieren, weil die 10 garantiert gedrückt ist. Jetzt kommen wir sowieso nur noch raus. Da kann ich auch hoffen, dass ich mich noch einen Trumpf erzählt habe. Habe ich aber nicht. Ja, Mensch, das ist ja wieder großartig. Ein großartiges Timing. Ich habe diese Liste auch tatsächlich ja vor anderthalb Wochen schon gespielt und
wusste jetzt gar nicht mehr ganz genau, was passiert, aber gerade rede ich darüber, wenn Spieler 3, ob der uns vielleicht nochmal eine Chance gibt. Und ich glaube, genau hier hat er uns eine Chance gegeben. Nur war ich jetzt so ein bisschen schon so abgestumpft. Ja, man könnte auch sagen, unaufmerksam, dass ich diese Chance nicht gesehen habe. Er zieht da den leeren Trumpf hin, was natürlich ein Fehler war, und Spieler 2 die Chance gibt, die blanke Kreuz Lusche abzutragen. Und das wollte ich ja wieder irgendwie gar nicht glauben, dass das quasi mit Vorsatz war oder dass das nicht mit Vorsatz war, was Spieler 3 da macht. Und deswegen habe ich dann den Kreuzkönig nicht mitgenommen, weil ich wollte es nicht glauben, dass es jetzt so einfach hätte sein können. Gut, wieder was dazugelernt, beziehungsweise einfach die Feststellung, dass ich ja vielleicht nicht ganz so präzise und eng hier am Turnier dran bin, an der Karte dran bin, wie ich es sein müsste. Und das rächt sich natürlich. Das sind 40 Punkte, die dann fehlen. Es ist vielleicht auch ein Gegner, der einfach dann vor einem sich platziert. Und hier haben wir einen schönen Grand Schneider-Schwarz sogar für Spieler 2. Ist genau das, was passiert, was ich ja ganz häufig sehe bei vielen Spielern, ne? Jetzt sogar ein eingepasstes. Also das Ding nehme ich nicht mit. Das war mir zu dünn. Ich glaube, da stand Falle drauf. Eigentlich relativ laut und klar und deutlich. Genau das, was ich immer versuche euch zu sagen. Ne? Auch wenn ihr keine Karten kriegt, bleibt aufmerksam. Bleibt genau. Sitzt das aus und nimmt das nicht als Vorwand, um dann selber abzudriften und schlecht zu spielen. Aber das ist immer eben leicht gesagt und manchmal gar nicht so leicht umgesetzt. Ne? Also hat mir nicht gefallen, aber muss ich jetzt durch. Ich habe hier mal wieder ein Spiel. Auch kein absoluter Weltriese, aber nach dieser Eröffnung, in der ich die Herzszenen nach Hause bekommen habe, sieht es doch jetzt schon wieder ganz freundlich aus. Was ist los im Trumpf? Auch nichts los. Krieg hier noch ein Happen angeboten, damit ich auch ja nicht abwerfe. Von Spieler 3. Nein, kann ich dich beruhigen. Den nehme ich doch gerne mit, die 14 Augen. Auf Trumpf gab es nicht, aber Schneider ist jetzt wohl doch nicht möglich. Ne? Mit Kreuz 10 müssten sie raus sein. So, bin ich immerhin inzwischen auch bei 400 Punkten und das ist wieder reizbar. Jetzt geht's los. Jetzt bricht sich die Karte durch das Unterholz. Jawohl, den Alten gefunden. Wie schön. Ja, und ich glaube, bei meinem Stand inzwischen, ich glaube, es ist natürlich nicht vernünftig. Vernünftig ist hier ein Karo, aber ich bin inzwischen, glaube ich, so weit, dass ich sage, das Ding muss jetzt mal als Grang gehen. Sehr häufig kommt ja beim Grang sowieso ein Ass auf den Tisch. Und gut, das ist jetzt schon ein bisschen frech mit zwei bestellten Zehnern. Ist natürlich ein Risiko, wenn sie den Braten jetzt riechen, mich in den dunklen Farben einspielen, Karo vielleicht sogar ungünstig steht. Und jetzt kommt Herz Dame auf und ihr seht, wie schnell ich da raufhüpfe. Und tatsächlich, da wollte mich Spieler 3 doch noch foppen. Die Herz Dame zum Glück ein bisschen verräterisch, ne? Wenn da die Herz Lusche kommt, dann haben sie mir vermutlich schon die Herz 10 rausgeschnippelt. Ja, aber das ist jetzt natürlich schon so ein Spiel. Das muss dann einfach mal funktionieren. Du kannst so ein Turnier sowieso nicht ohne Risiko spielen. Irgendwo beim Skat bist du immer im Risiko. Es geht immer nur um die Abwägung. Wie viel ist vertretbar und wann ist lieber das sichere Spiel zu machen? In dem Fall ist es jetzt auch natürlich schon so ein bisschen taktisch motiviert. Ich bin ein bisschen hinten dran, hinter der eigenen Erwartungshaltung. So, Karo steht hier auch zu dritt. Zum Glück habe ich die 10 vorgebracht, da war nur ein Stich draußen. Jetzt gibt es noch den Herzstich und Feierabend. Also, nicht der allersicherste Grang mit ein bisschen Kitzeln, aber ich glaube, mit drei Jungs und zwei Assen muss man den in der Situation dann auch loslassen. Geht gut, damit liege ich jetzt schon wieder bei über 500. Also hinten raus entwickelt sich die Liste noch ein bisschen. Lange gar nichts bekommen und jetzt und jetzt und jetzt. Ja, wieder ganz gut gefunden. Allerdings diesmal nicht der Verstärkungsbube, der es zum Grand gemacht hätte. Aber mit 20 im Keller in Vorhand
und dieser Beikarte doch ein sehr starkes Kreuzspiel. Und dann fällt Kreuz Bube direkt. Zum Glück muss man sagen, denn das verrät natürlich so schön, dass ich hier gegen fünf Trümpfe spiele. Da gehe ich gar nicht mehr über Trumpf, sondern laufe direkt über die Dörfer. Karo 10 kommt abhanden. Okay, Pik ist alles klar. Pik König auch hochgespielt, wunderbar. Ja, meine Trumpf 10 müsste ich idealerweise noch nach Hause bekommen, ne? Okay, Spieler 2, Karo König will er nicht, aber Herz König sieht natürlich nett aus. Der hat nur noch Punktekarten in der Hand, das heißt ja fast, der muss noch ein Herz vollen haben, ne? Neben seinen drei Trümpfen. Ja, gut, das soll mir dann auch recht sein. Dann, was macht er jetzt? Er hat noch zwei Buben und eine Lusche, ne? Guck mal, ganz, also wirklich knallhart, geht er jetzt auf die Trumpf 10. Da hat er sich jetzt dran festgebissen, ne? Aber das hat ihn natürlich im Spielverlauf einiges gekostet. Die Herz, Herz Ass, Herz König, alles zu mir gegangen. Von daher kein Problem, die 5 Trumpf. Ja, und Spieler 2 habe ich tatsächlich schon überholt. Bei Spieler 3 ist jetzt auch mal ein bisschen Ruhe, weil ich die Karte bekomme. Jetzt noch schön so im Sprint nach Hause bringen die Liste, ne? Das wäre es doch. Aber jetzt ist, glaube ich, hier erstmal wieder Pause. So, jetzt nochmal gucken. Spieler 3, komm. Eine Chance wirst du uns doch wohl noch geben. Ich bin wieder hellwach. Aber ein Karo. Ein Karo. Er wählt weise. Und Kreuz Ass geht davon. Wird wohl wieder nichts, wa? Zieht er direkt seine eigenen vollen? Okay, kann mein Kumpel stechen? Ja, warum spielt er denn jetzt nicht Herz? Warum spielt er denn nicht jetzt Herz? Warum lässt er ihn denn jetzt stechen? Wo der in der Not ganz offensichtlich nur ein Fünftrümpfer hat, dass er direkt nach dem ersten Stich schon über die Dörfer geht. Und dann muss man doch gegen so einen Fünftrümpfer auch mal die Farbe wechseln. Ganz einfache Geschichte. So, jetzt kann ich den siebten Herz spielen. Wenn mein Partner mit dem Pik Buben stechen kann, machen wir Rest. Ah, er sticht mit Karo Bube. Ist auch wieder ein bisschen viel, ne? Guck mal da, er hätte auch mit der Trumpf Lusche stechen können. Nochmal zwei Augen verblasen und der gewinnt mit 61. Mann, 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 jetzt geht's aber doch ein bisschen los. Ja, der Null geht vielleicht noch als unglücklich durch. Den einen habe ich auf dem Gewissen, aber diesen hier hat jetzt wieder meinen Partner auf dem Gewissen. Also einfach von der Zugfolge, ne? Wenn der Alleinspieler so schnell da über die Dörfer geht, also ab dem zweiten Stich gar nicht erst Trumpf spielt, dann kann es ja nur ein Fünftrümpfer sein und dann darf man ihn doch nicht freiwillig nochmal stechen lassen. Ne? Nächste, dritte Farbe öffnen. Und natürlich hätte er letztlich immer noch einen Trumpfstich gemacht, aber er hätte diese Trumpfgabel gar nicht aufbauen können mit dem Pikbuben, den Karobuben, sieben Augen. Die hätte er einfach nicht bekommen. Das ist die ganz einfache, immer wiederkehrende Fünf-Trumpf-Mathematik, die ich euch in Videos, in Rätseln und sonst wo zu vermitteln versuche. Aber gut, es muss ja nicht jeder meine Videos schauen und dann ja, bist du im Gegenspiel mit so einem Partner natürlich auch gekniffen. So, hier bin ich jetzt mal wieder ein bisschen im Risiko, ne? Aber letztlich habe ich mir gesagt, erstens, okay, der Frust ist schon groß genug, zum anderen, ich habe aber auch nicht eine Lusche im Blatt, hast du ja auch selten, ne? So gesehen habe ich mir gedacht, null will ich mir nicht anschauen. Mal gucken, ob er reell was anderes reizt. Und jetzt geht's weiter. 27 aus Hinterhand. Nee, dann heißt es für mich ausgestiegen. Da kommt der Null. Null wäre Hand sogar. Und der ist geschlossen. Da können wir nichts beißen. Da können wir nur aufgeben. Tausend41, Spieler 3 hat zwar ein bisschen Dynamik wieder eingebüßt und im letzten bekomme ich nochmal einen Grand Hand. Ist das nicht schön? Ein versöhnlicher Abschluss, muss man sagen. Schneideansage ist natürlich nicht drin, wo zwei Buben auch fehlen, gegebenenfalls noch ein Kreuzstich drin ist.
Aber natürlich ist die Hoffnung da, das Ding Schneider zu spielen. So, Pik Junge ist gefallen, wunderbar. Nur im Skat wäre mir noch lieber gewesen. Und jetzt geht es ja schon nicht mal mehr um Schneider, jetzt geht es um Schneider Schwarz, denn in Kreuz ist kein Stich draußen, Bubenstich war nicht draußen, wenn überhaupt. Dann gibt es nur diesen Karo-Stich. Das versuchen wir mal so ein bisschen zu maskieren, indem wir querbeet ziehen, mal ein Pik, mal ein Kreuz, dann mal das Karo Ass. Nach dem alten Motto, da kommen die ja nie drauf. Ne? Aber letztlich am Ende wird jeder eine Farbe halten und so gesehen habe ich üblicherweise nur so eine ja, Drittelchance, wenn nicht noch deutlich weniger, dass sie sich da beide vertun. Aber guck mal, nun schmeißen sie beide Herz weg. Einer hält Pik, wo gar keiner mehr unterwegs war. Spieler 2, mein alter Kumpel. Aber okay, es ist nochmal ein 96er gewesen und mit diesem doch erfreulichen Endspurt beende ich die Liste noch mit guten, satten 800 Punkten, 7 zu 0. Das ist okay, kann sich, glaube ich, an diesem Tisch keiner beklagen, also außer mir natürlich, jammern auf hohem Niveau, weil ich ein paar Mal nicht die 40 Punkte mitnehmen konnte, aber vom Ergebnis ohne Beetspiel ein paar fette Spiele dabei, sind also alle noch weiterhin im Turnierrennen mit dabei. Was habe ich jetzt liegen nach drei Serien? Ich glaube ungefähr 2200 Punkte. Das ist ein bisschen, ja, weniger als ich erhofft habe, aber auf jeden Fall ist es noch in Schlagdistanz. Also, das kann mit zwei guten Abschlussserien auch noch für ganz oben reichen. Auf jeden Fall bin ich sicher im ersten Drittel noch so mit dabei und deswegen optimistisch in die nächste Serie geschaut und die werde ich euch demnächst natürlich auch wieder als Video kredenzen. Bis dahin wünsche ich ein gutes Blatt.